Es ist eine seltsame Lage derzeit an den Börsen. Die Nachrichten bleiben schlecht. Die Krise scheint kaum in den Griff zu bekommen. Die Anleger sind nervös. Und trotzdem könnten wir heute beim deutschen Aktienindex das 5. Plus in den vergangenen 6 Handelstagen bekommen. Der DAX notiert aktuell im frühen Handel mit einem Plus von 0,3% bei 6.180 Zählern. Er hat allerdings schon heute um einiges höher gelegen. Das Tageshoch hatte nämlich fast 40 Punkte höher gelegen bei 6.220 Punkten. Natürlich gibt es immer wieder Rückschläge. Es sind auch keine allzu großen Schritte, die der Markt derzeit nach oben macht. Aber es scheint so, als würden sich zumindest die Aktienkurse in der zurückliegenden Woche doch ganz gut stabilisiert haben. Das gilt bislang noch nicht für die Renditen der Staatsanleihen von beispielsweise Spanien oder Italien. Gestern erst waren ja die spanischen Renditen bis auf 6,85 geklettert. Das ist der höchste Stand seit Einführung des Euro. Heute allerdings sehen wir auch an dieser Front eine gewisse Beruhigung. Die Renditen von Spanien mit 10 Jahren Laufzeit sind auf knapp unter 6,7% gefallen. Weiter Druck drauf ist allerdings beim Bund Future. Die Renditen der deutschen Staatsanleihen steigen auf 1,5%. Der Bund Future hat ja in den vergangenen Handelssitzungen, genauer gesagt seit Anfang des Monats Juni, mehr als 400 Basispunkte verloren. Das heißt, die Zinsen sind zwar von sehr niedrigem Niveau, aber doch recht deutlich nach oben geschnellt. Im DAX zeigen sich heute die Aktien von E.ON sehr stark. Gestern waren sie ja unter den großen Tagesgewinnern bereits. Heute gibt es ein weiteres Plus von 2,7%. RWE gewinnt 2,4%. Die Kernkraftbetreiber fordern nun 15 Milliarden Euro Schadensersatz für den aus ihrer Sicht überhasteten Ausstieg aus der Atomkraft. Das Bundesverfassungsgericht scheint diese Klage sehr ernst zu nehmen, lesen wir heute in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Alleine auf E.ON entfallen 8 Milliarden der Forderungen. Und Erstaunliches tut sich in der Solarbranche. First Solar erhöht seine Produktion in Deutschland. Die Aktie gestern an der Nasdaq 20% plus. Heute sehen wir als Reaktion Kursgewinn bei Wacker Chemie plus 2,4% und SolarWorld plus 2,2%. Die beiden sind die größten Gewinner im MDAX bzw. im TecDAX.